Moin. Am 2. Ostertag. Ostermontag, jo. Ich sitze hier noch, habe eben das Video hochgeladen von gestern, unsere wilde Serpentinfahrt. Das Video ist Überlänge. Das ist schon fast ein Blockbuster. 54 Minuten geht er. Der Eimer hat auch Überlänge. Unser Klo-Eimer hat Überlänge, sagt ihr denn? Es ist ja so, dass es auch auf den Stellplätzen und so, es gibt keine Müllentsorgungsstellen. Jeder muss seinen Müll mitnehmen und wir müssen zusehen, wo wir unsere Müllbeutel nachher lassen. Auf der einen Seite ist das richtig, weil es gibt ja auch Krähen und Leute schmeißen das nicht alle immer weg und lassen es einfach so in der Wildnis. Und wir haben jetzt hier Sammelstelle bei uns im Klo, im Badezimmer. Ja, die Sonne ist gerade aufgegangen. Und mal sehen, was der Tag uns heute so bringt. Boah, trägt ihr immer an? Ah, okay. Aber wenn wir ausmachen, ne? Ja. Ja, wir waren an Strom angeschlossen. Der Kühlschrank kühlt wie Hulle am Strom. Vorsicht, nicht mit Gas. Da muss Svenny noch mal gucken, denn geht immer aus, Gasflamme. Obwohl wir hatten ja dieses Ding gereinigt. Ich wasche mich einmal mit dem Lappen unten rum und ziehe mein Kleid wieder über. Ist am praktischsten. Und mit meinen Haaren muss ich mal sehen, was ich da mache. Wenn dir das nicht zu fresh ist. Ist es frisch draußen? Ja. Ich habe ja noch nicht eine. Kann ja eine Jacke überziehen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht hülle ich mich auch nur im Bettlaken. Als Toga. Meine Tabletten müssen erstmal wirken. Meine Schilddrüsenhormone müssen sich auflösen. Ja. So Aggression. Was? So Aggression? Nee. Ich komme noch nicht so aus dem Tritt. Hast du, als wenn ich Aggression habe, das Wort kenne ich nicht mal. Ich habe da andere Erfahrungen mit dir gemacht. Wir sind ja auch 53 Jahre schon ein Paar. Ja. Du hast mir im Bauch die Ohren nach vorne getreten. Das war Muscheln, als ich geboren wurde. Ich habe es dir nie vergessen. Du kannst froh sein, dass ich jetzt so ein... Geht das so? Ja. Ist das neu? Ja. Aber schon letztes Jahr neu. Ach so, ja, ist das neu? Ja, das haben wir schon vor 15 Jahren gekauft. Jedenfalls kannst du froh sein, dass ich so auseinandergegangen bin, praktisch wie so ein Pizzateig, dass ich meine Ohren angelegt habe. Als ich schlank war, noch da hatte ich noch voll die Segelohren. Ehrlich, als ich geboren wurde, ich war ja erster Geborener, um drei. Erstgeborene. Gott, die wurden früher alle getötet. Ach nee, das waren ja die Jungs. Ja, jedenfalls bin ich dann geboren worden, morgens um drei. Sie um 3.15 Uhr, sollte ja nur die Nachgeburt sein. Und dann kam ich. Dann, ja. Da waren meine Ohren so
Sie hat da wahrscheinlich in ihrer Blase so ungünstig gelegen. Oh, hier ist Leben auf dem Platz, Kette. Ja. Da murmeln welche. Oder Jersey draußen lassen. Ja. Gegen alles geschützt. Guck mal, so kann man den weißen Rand abdecken. Ja. Und er ist fast nicht sichtbar. Genau. Und den habe ich mir bei H&M gekauft. Wollte schon immer ein Buckethead haben. Große Größe, ne? Ja. Ist ja auch nicht so einfach. Meistens sind das also Kinderhüte. Das hier ist L58. Normal so. Jetzt keine Herrengröße. So einen Bollerkopf habe ich nicht. Ich habe zwar Wurstfinger, aber keine Bollerkopf. Na, aber der andere war zu eng. Ja, das war... Und aussieht wie, weiß ich nicht, das Ei auf der Mauer da. Humpelti und Dumpelti da. Boah, geht so. Das ist Camperfrisur. So, wir sind jetzt auf dem Wege von unserem alten Stellenplatz der Nacht Richtung Pischera. Ungefähr 30 Minuten. Wir rechnen eine Stunde, ne? Halbe Stunde. Wir rechnen eine Stunde. Ja. Was war das eben, der Audi-Fahrer? Ein Afterhoon. Der ist genau in der Mitte gefahren. Herrliches Wetter, schon sehr warm. Ist ja so ein bisschen die Einsamkeit der Serpentinen, ne? Ja. Oh. Also, wir stehen jetzt wieder hier auf dem Platz, wo wir das erste Mal standen, direkt gegenüber vom Gardaland. Hier war frei alles, bis auf da hinten. Letzter, der stand schon da. Der Schwarze ist dazugekommen. Hier standen zwei, die gehörten zusammen, Sizilianer. Direkt hinter uns. Direkt der Kleine ist da hinten gerade am Wegfahren. Ja. Und jetzt kommt's. Wir sind angekommen, haben uns da vorne zwei Stühle weggenommen. Die Plastikstühle für alle ist das Allgemeinheit. Ein Teakholztisch und Stühle. Ja. Jene. Dann haben wir uns die vor die Motorhaube gestellt, weil da die Sonne, erstmal hatten wir am Tisch gesessen, einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns die vor die Motorhaube gestellt, weil die Sonne noch schien. So. So weit, so gut. Hatten wir dann die Stühle schon wieder, dann standen wir hier an der Motorhaube. Genau. Hatten wir einen Kaffee getrunken. Und mussten dringend auf Toilette. Das Toilettenhäuschen ist ja da unten. Dort unten. Wir haben die Tür aufgelassen, weil Elida ist ja im Wohnmobil drin gewesen. Jetzt kommt's, wir kommen zurück und da steht rückwärts eingeparkt, hier direkt auf diesem Platz. Hier direkt neben uns, keine Meter Handentfernung. Ein Wohnmobil und die Markise war schon ausgefahren. Das Wohnmobil, also wir sind keine Langzeitscheißer, sag ich jetzt mal auf Deutsch. Also, ne, machen gut und ist, wir sind keine halbe Stunde weg. Nein, 15 Minuten. Nicht mal. Ja. In den 15 Minuten erzähl. Fährt von da drüben das eine Wohnmobil rückwärts direkt hier neben uns, packt die ganzen Sachen von der anderen Seite hier rüber, direkt hier neben uns, so hier so, holt sich von diesen Gemeinschaftsecke den Holztisch hier direkt vor unser Wohnmobil, also hier so quasi. Also wir hätten jetzt nicht noch Stühle und Tische hier hinstellen können. Nein. Und unsere Markise, wenn wir die ausgefahren hätten, dann wären die zusammengestoßen. So. Ach, da fahren sie. Ja, die waren das. Der fährt da gerade weg.
Tau. Da. Gazza. Also ja. Ganz irre. Irre. Dann haben die aufgetafelt. Die hatten auf dem Tisch da drüben, wo sie da standen, auf dem Tisch war gebratenes Fleisch. Das wurde alles hier rüber auf den Tisch, auf diesen alten Holztisch, eine Tischdecke gepackt. Gino und ich haben eine ja, was ist denn jetzt los? Und haben gedacht, was ist da falsch? Ja, weil vor allen Dingen das Pärchen, mit dem die zusammengefahren sind, waren ja noch da drüben auf der anderen Seite. Die waren nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und die sind wieder gekommen. Die kommen wieder und auf einmal stehen die hier neben uns und knallen da den Tisch voll. So. Wie gesagt, dann sitze ich da vor der Motorhaube. Gitte war auf Toilette gegangen. Und ich sag mal so, 30 Zentimeter von meinem Fuß ist er dann mit dem Rücken zu mir und schießt da Familienfotos. Ich hab gedacht, ich werde nicht mehr. Die Kinder mussten mit einer Nagelbürste das Cockpit reinigen. Dann ja, den Fußboden mussten die sauber machen und fegen. Und hier Mama Mia, Mama Miracoli, die wusste auch nicht, was sie so machen sollte. Nee. Und da haben wir uns immer gefragt, was. Der war auch sauer. Also der hat die Sachen geschmissen. Ja, wir wussten gar nicht, warum. Wir konnten uns denn nur denken, dass es um diese beiden Stühle ging, die wir uns da zum Hinsetzen genommen haben. Aber sind ja überall welche. Ja, das waren noch ganz viele. Vor allen Dingen sind ja auch, wenn jetzt jemand kommt und holt sich da Stühle weg, das ist ja für die Allgemeinheit. Ja. Vielleicht, und dann haben wir gesagt, vielleicht, weil wir zwei Frauen sind. Die haben ihn leider ja noch nicht gesehen gehabt. Nein. Sizilien, vielleicht sind, ist das da erzkatholisch. Ja, vielleicht haben die dann gedacht, wir sind ein Pärchen. Jetzt kommen die Lesben aus Hamburg ja. Oder was. Mhm. Aber da haben wir gesagt, selbst wenn das so wäre, wie diskriminierend ist sowas. Ja. Wenn das jetzt seine Gedanken gewesen ja. Sind. Selbst weil, wenn wir ein Pärchen wären. Wir können uns sonst nicht denken oder ausmalen, nee, warum diese Aktion auf einmal. Der war ja richtig aggro. Da hat dann immer versucht, an seiner Dampfe zu ziehen. Gitte wollte ihm dann noch Choc Giselle geben. Liquid, weil der zog da wie so ein Wilder. Ja, vielleicht hat er Nikotinentzug oder was, weiß ich nicht. Und dann hat er da seine Sachen geschmissen und geschleudert. Und ja. Es wurde dann immer lauter. Gitte konnte so zu ihm hin, zu den Wahnsinn hier hingucken. Du kannst ja die Bilder einfügen, die ich dir geschickt habe. Ja. Es war irre, habe ich so noch echt nicht erlebt. Wenn du das jemandem erzählst, jetzt glaubt ihr ja auch nein. Keiner. Wir haben nichts gemacht. Weil hier war ja alles frei. Ja, also hier ist immer noch alles frei. Und die standen ja da, die hatten ja perfekt. Hier ist ganz viel Platz. Ja, die standen da, drüben. Zwei schöne Plätze hatten die und standen sich ja auch gegenüber und hatten ja auch schon ihren Platz mit Tisch und Stühle und das Beste und war, wie das Pärchen wiederkam mit dem Fahrrad, ist das Wohnmobil von denen weg und ist hier alles komplett gedeckt. Mit Fleisch und Getränke und so. Mich hätte mal interessiert, was er den beiden denn erklärt hat, warum die auf einmal hier auf dieser Seite stehen. Ja, weiß ich nicht. Vor unserem Wohnmobil. Die haben es ja nicht verstanden, aber nee. Die kommen ja alle dann zu uns rüber. Ja. Sowieso, weshalb, warum? Ob das jetzt um diese beiden Stühle ging, die denn da? Aber hinten waren ja auch noch fünf. Wir haben auf jeden Fall dann unsere beiden Stühle denen auch noch angeboten. Und ihnen auch und unsere eigenen Sitzgelegenheiten rausgeholt. Und haben die beiden Stühle dann noch dazugestellt. Erst wollten sie nicht und dann haben sie dort Joch genommen. Aber für, ich sag mal, für 15 Minuten, 20 Minuten? Ja, die sind ja jetzt, haben alles eingepackt und sind dann weggefahren. Ich weiß nicht, was diese Aktion sollte. Ja, schlagen konnte er uns ja nicht. Nee. Nee, das wär's ja wohl auch noch. Und dann habe ich gesagt, leider 5 Minuten warten und von, leider war ja immer noch drin, die hat ja nichts mitgekriegt. Ich sag, 5 Minuten wartest du und dann rufst du Oma. So, dann habe ich mit Sven telefoniert und so gehalten, dass die das mitgekriegt haben, dass ich mit Sven telefoniere und hier und da. Und dann waren die aber... Keiner hat mir was gesagt, keiner hat mir gesprochen. Vorher, gacka, gacka, schnatter, schnatter, dü-dü-dü-dü-dü-dü, Party, so, ne? Osterstimmung. Und wo sie dann mitgekriegt haben, Sanne hat mit Sven telefoniert, ich habe mit Sean telefoniert, ihr leider drinne. Ist meine Tochter. Papa und Opa und... Ja, auf einmal hat keiner mehr geredet und dann haben sie so leise, sang und klang das alles eingeräumt, ja. Verpackt, verräumt. Dann haben sie nur uns noch gefragt, ob wir den Tisch behalten wollen. Ja, und zum Abschied noch gewunken. Irre, ich sag nur,
Karma. Ja. Schlägt zurück. Wenn das jetzt wirklich aus bösen Gedanken gewesen ist. Pfui. Weil wir haben denen nichts getan. Nein. Und warum bedrängt man zwei Frauen so? Weiß ich nicht. Mit 8 Mann hoch da. Ja. 6. 6. Uff, 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 hier kannst du was erleben. Dann wollte einer eben rückwärts ausparken. Ja, da vorne. Da voll gegen einen kleinen Baum. Er hat einen Baum mitgenommen. Knirschi, knirschi. Ja, auf alle Fälle sind wir jetzt wieder hier, Peschiera. Ja. Peschiera, Peschiera. Zwischen, dazwischen. Ja, Gardaland. Genau. Nee, das heißt doch anders. Ich weiß nicht. Guten Morgen. Moin, buongiorno. Gestern haben wir kein Video mehr hingekriegt. Wir saßen noch, bis es dunkel wurde, draußen. Und haben dann noch, ich glaube, Gulaschsuppe gegessen. Die Lütte hatte Schokopops. Und dann sind wir ins Bett. Und die beiden schlafen noch. Schwester Klingelfee und Elida. Und ich bin seit einer Stunde, glaube ich, wach. Ich habe hier schon warm gemacht. Was ihr da im Hintergrund so rauschen hört, das ist die Gasheizung. Kaffee habe ich gekocht, handgebügelt. Und ich werde mir gleich die Haarfarbe anmischen. Ich habe mir Haarfarbe gekauft hier. Zu Hause haben wir auch immer diese Polypalette. Da bin ich immer froh, dass die nur 1... Moin! Dass die 1,99 kostet und hier für 1,69. Und mein Haar sitzt echt wie Arsch auf Knopf. Ich habe ja wieder so einen Ansatz, das stört mich eigentlich nicht, aber dieser Sitz. So, ich meine, sonst sitzen sie auch nicht viel anders, aber doch ein bisschen anders. So, das Haargefühl ist anders, sagen wir mal so. Und hier jetzt, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wäscht man sich auch nicht jeden Tag die Haare. Auch nicht jeden zweiten Tag oder. Ja, und das wollte ich mir jetzt gleich einschmieren und dann mit frischem Zeug zur Dusche schreiten. Weil noch schlafen hier nämlich auch alle auf dem Platz. Und dann hat man die Macht der Dusche. Das wird nämlich ein ganz schöner Schweinkram. Farbe auswerben. Dann wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Susanne und bei Monika, die uns für die Kaffeekasse gespendet haben. Hier, Prost Kaffee, Sanne, Monika, auf euch. So, jetzt schuster ich das Video zusammen. Kitte ist gerade aufgestanden. Warte, ich mache aus, ganz gerne Kaffee holen. Und ich sage erstmal Gruß und Schluss.